Willkommen zurück zu Monster Hunter Rise, die Demo. Modus! Alter, ich hab so viel Stuff jetzt. Hier sind kleine Mizis. Oh, wie süß. Hallo. Terrasso. Modus. Guck mal, das ist eine Katzenstatue oder was? Lol. So, wie komme ich jetzt hier runter? Zu meinem Dude ohne zu sterben. Besonders diese Waffe sind Modus. Übelst dich übertrieben. Ah, guck mal, der Hund ist gleich runter. Die Katze hoch. Lol. Kein Fallschaden. Nice. Das finde ich gut. Achso, ich habe eh schon das Maximum. Modus. Terrasso. Hallo. Was auch immer mir diese Punkte eigentlich bringen. Modus. Ach, schnell rennen verbraucht auch Ausdauer. Okay. Und ja. Cool. Kiefer. Klasse, ein Rudel. Itsushi, es sind 3 Stück. Erledigen sie für mich. Halte ich nicht zurück, nur weil sie klein sind. Die sind gerne mal geschickt und skrupellos. Denk einfach an dein Training, dann packst du das mit links. Was für ein Training? Ich hatte kein Kampftraining. Halt deine Waffe bereit, schön ruhig und mach sie fertig. Immer einen Angriff nach dem anderen. Kann ich auch irgendwie. Fantastisch, tolle Arbeit, Ass. Oh, und denk dran, die Monster für Materialien zu zerlegen. Die kannst du dann in deiner Schmiede für Verbesserungen nutzen. Komm zu mir, wenn du mit deinem Zerlegen fertig bist. Ups. Hey, Jitter! Ich denke mal, diesen Käfer eben, was wir damit blenden gemacht haben, das hätte ich jetzt hier im Kampf benutzen können. Dann wären die kurz geblendet gewesen. Vermute ich einfach mal. Der sieht aus wie so ein Heilungs. Itzi, Butzi. Aha. Ne, Damage. Was haben wir hier? Wir haben nicht mal die Hälfte vom Tutorial bisher geschafft. Das war eine unglaubliche Jagd auf meinen besten Schüler, ist einfach Verlass. Keine Sorge, wenn du mit deiner Leistung noch nicht ganz zufrieden bist, du stehst ja noch am Anfang deiner Laufbahn. Also dann gehen wir ins Lager zurück, wir sind ganz schön weit gelaufen. Aber kein Problem, mit der Schnellreise bist du ruckzuck wieder im Lager. Ich gehe vor, wir sehen uns dort. Karte öffnen?
Eben stand da endlich die Taste. Ich kann aber hier die Teilkarte. Aber hier kann ich auch nicht. Lemma. Glückwunsch, du hast die Basistrainingsquest abgeschlossen. Ach so? Ich bin stolz, dich als vollwertigen Jäger in die Welt zu entlassen. Du hast viel gelernt, aber vergiss nicht, der älteste Vogel und ich haben hohe Erwartungen an dich. Falls dir jeder hat, dann Rest dein Basistraining aufzufrischen, brauchst du diese Quest nur erneut anzunehmen. Ich gehe gern nochmal alles mit dir durch. Hallo? Ich will keinen Timer. Warum? Nein. Kuramu, Utera! Jetzt bin ich verwirrt. Ist das dann trotzdem noch die gleiche Map? Ich gehe jetzt trotzdem nochmal hier rein. Wir können ja mal einen anderen noch nehmen. Ich will lieber mein Rettier haben, dann sprechen wir kurz mit ihm hier. Meluna! Bla 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 bla. Mich hat jetzt so ein bisschen verwirrt. Die Map ist so riesig. Und, wir sind ja nur bis zu 4 quasi. Komm, ich frag mich, ob der restliche Teil... Hui! Lerda, Agapo! Alter, das Vieh greift mich an! Okay, ich weiß doch nicht, ob Fernkampf sowas für mich ist. Lerda, Agapo. Hallo, wie kann ich das so? Aber ich habe kein Ziel. Hä? Warum hat er jetzt... Wieso habe ich kein Ziel jetzt beim Schießen? Kein Fadenkreuz, meine ich. Verstehe ich nicht. Na gut. Modus. Ja, ja, ich komme hier schon. Modus. Ich will jetzt einfach mal das Tier jetzt noch haben. Unseren Buddy. So, ja. Die Latoki. Jura, Lucito. Die
Den haben wir letztes Mal noch nicht gesehen. Ja, bla 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 bla. Den Kampf können wir ja noch schnell mitnehmen. Mara. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie ziehen kann. Eben hat das doch auch so gut funktioniert. Das kann ja nicht Ziel der Sache sein. Lemmy Partei! Ah, so war das. Okay. Ah, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich den Dreh raus. Jetzt hätte ich diese Blitzdings mal benutzen können. Wo sind denn jetzt die Viecher? Nein. Ach, Kacke. Jetzt ist er weg. Nein. Got you, Lucky. So, das will ich jetzt aber noch nicht. Wir gucken uns jetzt mal hier noch ein bisschen um, würde ich sagen. Also ich vermute fast, dass die anderen Quests hier auch in diesem Gebiet spielen, weil warum willst du die Hälfte der Karte benutzen? Und dann ist das die Quest hier vorbei. Das macht keinen Sinn. Nicht leben. Außer Reichweite? Wie kann das außer Reichweite sein? Was habe ich denn dann davon, Pferdkämpfer zu sein? Hä? Wieso steckst du deine Waffe nicht weg? Ach, X war das, okay.
Einmal rohes Fleisch, wahrscheinlich um zu futtern, aber rohes Fleisch ist eigentlich nicht so gut. Shireo! Lemuk? Wie kann ich es denn wieder fallen lassen? Okay. Da es ja scheinbar auch noch drei große Monster gibt, die wir hier bekämpfen können, müssten die ja irgendwo kommen, oder? Lemuk? Ja, ich komme gleich. Lemuk? Das ist ja schon wieder Sinn. Ach, ist das geil. Also viele kleine Details, die mir echt sehr gut gefallen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich so der Typ für sowas wäre, weil ich kann mir gut vorstellen, Lemuk, dass gerade diese großen Monster, da braucht man echt wahrscheinlich ewig Zeit für, um die zu besiegen. Und auch eine gewisse Taktik. Aber die sind hier bisher zumindest nicht zu sehen. Wahrscheinlich kommen die auch wirklich erst, wenn ich diese Quest annehme. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die hier irgendwo sind. Lemuk? Okay, das hat nicht geklappt. Ah, stand da gerade Angeln? Dann wieder. Lemuk? Dann wieder. Okay. Cool. Hallo. Lemuk? Also, nice, sieht das Spiel echt schon aus, muss man zugeben. Ein Miefnerz. Könnte halt echt so ein Lemuk leben. Vielleicht kommen die immer aus den Höhlen oder sowas. Berda, Ragas. Ah, das war doch auch noch irgendwie eine Quest. Lemuk? Das greift mich an, oder? Nein, ich weiß es nicht. Mit der Steuerung komme ich noch nicht so ganz klar. Mistviecher.
Les mots. Okay, dann haben wir, glaube ich, erstmal so ein bisschen grob die Karte hier noch erkundet. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge einfach mal die nächste Quest an. Will ich natürlich jetzt noch ordentlich die Quest hier abschließen. Gaha! Lemuk? Wieder Mara! So. Himir, Lasi! Na gut. Wie gesagt, nächste Folge dann das Vivian Ritt Trainingsquest Gedöns Tutorial. Spitze, aber da gebe ich ein bisschen hin.